Also ich habe noch nie so viele Nächte durchgemacht wie in diesem Semester. Lange gearbeitet? War ganz schön stressig. Wieder mal eine Nachtschicht gemacht. Nicht fertig werden. Bei dem Studium braucht man einfach auch Spaß dran, sonst geht man da unter. Aber es ist trotzdem anstrengend. Sommersemester 2012. Es ist April und zwei große Studentengruppen beginnen mit ihrer Bachelorarbeit im Studiengang Architektur. In einem Entwurf sollen sie das bisher Gelernte anwenden, wobei sie sich zwischen den Vertiefungsrichtungen Bautechnik und Städtebau entscheiden können. Ja, also wir machen den baukonstruktiven Bachelor. Wir haben quasi zwei Teile zu absolvieren, und zwar ist das einmal ein baukonstruktiver Teil, wo wir eben ein paar Fassadendetails zeigen und so weiter, und der Tragwerkslehre-Teil. Also, und da haben wir einen Workshop gemacht in Klagenfurt und sind dorthin gefahren und haben da in einer Woche unseren TWL-Schein gemacht. Wir haben da ein Projekt gemacht zusammen mit Studenten der FH Kärnten. Die Aufgabe war es, ein Sprungturm zu entwerfen, und das Besondere war, dass wir Dreiergruppen waren, immer ein Student hier von der Uni, ein Student aus dem Bereich Bauingenieurwesen und dann noch ein Architekturstudent, also von der FH, und zu dritt hat man eben den Sprungturm gemacht. Und mit dieser Workshop-Woche haben wir eben den Tragwerksteil schon fertig. Man muss aber dazu sagen, wenn vielleicht denkt man jetzt so, eine Woche und ihr habt es, dass wir wirklich von morgens bis abends da gesessen haben und arbeiten mussten, also war schon anstrengend und man hat da jetzt nicht viel gesehen. Also war nicht Urlaub, sondern wirklich arbeiten. 14 Stunden arbeiten am Tag im Schnitt ungefähr. Wir arbeiten gerade an unserem Bachelor im Fach Architektur mit der Vertiefung Städtebau. Und dort fängt man immer an in der Analyse des Planungsgebietes. Und das war in unserem Fall das Gebiet Berlin-Tempelhof, südlich vom Tempelhofer Flughafen und dem Teltow-Kanal. Und diese Analyse, zum Beispiel das Straßennetz oder die Gebäude, deren Nutzung und zum Beispiel auch Grünflächen und Parkanlagen. Und daraus zieht man dann ein Konzept zu einer Verbesserung des Gebietes. Dieses Konzept ist dann für den Masterplan sehr wichtig, denn darauf baut dieser auf. Und der zeigt, welche Gebäude zum Beispiel abgerissen werden, welche halten bleiben, wo man neue Straßen entlang zieht und welche Gebäude neu gebaut werden und wie diese dann aussehen sollen. Der Städtebau stellt immer eine große Herausforderung für die Architektur dar. Die Architektur, die sagen, immer nur das Haus andenkt. Und ich bin eigentlich dafür verantwortlich, das Volonté Générale, das Gemeinwohl, das, was mehr ist als das Einzelne, also das berühmte, das Ganze ist mehr als die Summe der einzelnen Objekte, das zu organisieren. Dafür einen Sinn zu generieren, dafür muss ich ganz intensiv mit den Architekten arbeiten, aber genauso mit den Stadtplanern. Nachdem die Arbeit am Vertiefungsteil abgeschlossen ist, beginnt der Entwurf des eigentlichen Objektes. Ja, unser Thema ist, wir müssen eine Therme bauen in Klagenfurt in Österreich, am Wörthersee. Klar gibt es immer am Entwurf immer noch verschiedene Kanten oder Ecken, die man noch glatt schleifen muss. Ja, und schwierig ist immer, wie es beim Entwurf immer ist, ja eigentlich erstmal eine Form zu finden, die ganze Raumprogramm zu integrieren. In Konsultationen können sich die Studierenden untereinander über ihre Entwürfe austauschen. Natürlich schauen wir uns auch andere Beispiele an, und die werden analysiert in den Vorträgen, in den einzelnen Referaten der Studenten. Wie ist so ein Objekt organisiert? Was ist die grundsätzliche Idee, die in dieser Therme verfolgt wird, sowohl architektonisch als auch vom Konzept der Therme her, bis hin zu baukonstruktiven Betrachtungen? Wie ist das Konzept umgesetzt worden? Versuchen wir, interessante Thermen uns vor Augen zu führen und zu analysieren. Wenn man den Städtebau dann entwickelt hat, fängt man an, ein Gebäude zu entwerfen. Denn die Grundrissformen sind ja dann festgelegt, also das Grundstück steht, und dann fängt man an, das Gebäude von innen zu entwerfen. Also wo betritt man das Gebäude, wie bewegt man sich im Gebäude, wo liegen Treppen, Flure und die Räume, wie viele braucht man von den einzelnen Räumen. Ja, also wir haben ja das Thema eines Gründerzentrums. Das bedeutet, das ist ein Gebäude, wo junge Firmen hinkommen können, sich Räume anmieten und dort sozusagen an ihren Entwicklungen arbeiten. Bei mir eigentlich so das Thema oder der Schwerpunkt der Arbeit ist die Kommunikation.
Also dass sich die verschiedenen Firmen bzw. Gründerfirmen untereinander austauschen können und kreativen Anstoß geben. Und das soll bei mir halt auch um das Atrium herum passieren, wo sie sich dann treffen können und ihre Ideen austauschen. Nach mehreren Monaten Arbeit am Entwurf präsentieren die Studierenden im September ihre Ergebnisse. Ich bin, glaube ich, ganz glücklich über das, was letztlich dabei rausgekommen ist. In dem Konzept für die Therme war mir wichtig, dass es einen Bezug zur Natur gibt. Auf der anderen Seite, dass die Therme für sich steht als Statement. Die Professoren ziehen ebenfalls positive Bilanz. Dieses Gründerzentrum ist selbst ein sehr hybrides Gebäude mit sehr vielen unterschiedlichen Nutzungen. Von daher für einen Stand drittes Studienjahr ein sehr schwieriges Programm. Von daher sind wir mit den Arbeiten und den Ergebnissen im Großen und Ganzen sehr zufrieden. Natürlich gibt es auch Arbeiten, die besser sein könnten, aber es gibt auch wirklich hervorragende Arbeiten, wo man sich fragt, wie kann ein Student nach 3 Jahren schon so viele und so gute Ideen haben und diese dann auch zeigen und umsetzen, sodass insgesamt die Arbeiten wirklich gut zu zeigen sind und die Studenten mit Sicherheit auch gute Masterstudenten werden. Also insgesamt bin ich eigentlich zufrieden mit den Ergebnissen. Es war ein langer Weg bei vielen Arbeiten, aber ich denke, er hat sich gelohnt. Es gibt einige Arbeiten, die machen richtig Spaß und Freude, sich anzuschauen. Ich gehe mit einem positiven Gefühl nach Hause. Mit dem Bachelor in der Tasche ist nun endlich wieder Zeit für die schönen Dinge des Lebens. Nach Hause fahren, mich ins Bett legen. Schlafen, ein Bierchen trinken oder umgekehrt. Anstoßen und schlafen. Bierchen trinken und dann schlafen.